Heute mal was völlig anderes. Ich zeige euch eine Gollum-Figur, die man knicken kann. Nee, biegen. Dieser Gollum hier ist eine Mischung, ich würde sagen, aus Spielzeug und Sammlerfigur. Der ist nämlich schon ziemlich detailliert gearbeitet, merkt man gerade so am Rücken oder so beispielsweise, viele Details. Aber man kann halt auch was mit ihm machen. Und zwar ist er ziemlich beweglich, genau wie im Film. Ja, wenn ihr jetzt irgendwie sagt, Mensch, nee, die Pose, die gefällt mir nicht so richtig, dann nehmt ihr einfach zum Beispiel den Arm und hebt den hoch und dann bleibt das direkt in dieser Position verharren. Und das finde ich eigentlich eine ziemlich coole Sache, da ist einiges möglich. Man kann ihn sogar relativ extrem verbiegen, wobei es dann natürlich ein bisschen blöd aussieht. Deswegen würde ich sagen, mit ein bisschen Augenmaß geht das doch am allerbesten. Apropos am besten geht es tatsächlich wirklich an den Armen und Beinen. In der Körpermitte ist er relativ steif, so ein bisschen was geht schon. Und auch beim Kopf kann man zum Beispiel so ein bisschen neigen, dass er irgendwie besonders fies reinguckt oder sowas. Aber wie gesagt, Arme und Beine, da ist am allermeisten möglich. Und dann kommen wir noch ganz kurz zu den Händen, weil das ist mein persönliches Highlight. Aber es hat nichts mit den Händen zu tun, sondern damit, was er in der Hand hält. Und zwar wird hier auch der Fisch mitgeliefert. Super, oder? Ja, geht ja gar nicht ohne den Fisch. Dazu gibt es noch eine Base mit Ringinschrift, wobei ich die jetzt nicht so richtig geil finde. Hätte man ein bisschen hübscher machen können, macht aber gar nichts, weil den Gollum kann man ja auch einfach runternehmen. Und wenn man ihn nicht total bescheuert verbiegt, ja, und irgendwie das halbwegs normal macht, dann hält der wirklich ziemlich gut. Also mir ist er jetzt noch fast gar nicht hingefallen, ich hatte schon einiges ausprobiert. Und ich würde sagen, so kann er jetzt bei mir hinten auf dem Schreibtisch Platz nehmen, kann er mir ein bisschen Gesellschaft leisten, finde ich super. Und jetzt hätte ich noch eine Frage an euch, und zwar, wen findet ihr denn besser? Gollum oder Sméagol? Schreibt es in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Cheers! Gollum winkt nochmal. Mit dem Fisch. Umgefallen.